Wenn ihr alle die Sims 4 Packs besitzt, sollte euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass die Gameplay Packs für die Sims 4 immer deutlich mehr Spielinhalte bieten als Accessoire Packs. Klar, diese kosten ja auch doppelt so viel. In der letzten Zeit ist mir hier aber eine Unregelmäßigkeit mit den neueren Packs aufgefallen, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Insgesamt haben wir in diesem Jahr schon 10 verschiedene Packs für die Sims 4 erhalten, alle davon in unterschiedlichen Größenkategorien. Eines davon ist das traumhafte InDesign-Gameplay-Pack, mit dem sich die Sims zu waschechten Raumgestaltern in einer neuen aktiven Karriere beweisen und die Wünsche der simlischen Kundschaft umsetzen müssen. Dieses wurde aber von der Community relativ gemischt aufgenommen. Einige mochten die zahlreichen neuen Objekte, das Gameplay blieb allerdings für viele Spieler auf der Strecke. Im Gegensatz dazu konnte das im Januar veröffentlichte Paranormale Phänomene Accessoire-Pack viele Spieler mit seinem großen Umfang und dem für ein Accessoire-Pack gut ausgereiften Gameplay überzeugen. Da Gameplay-Packs üblicherweise 20 und Accessoire-Packs 10 Euro kosten, könnte man trotzdem meinen, dass ein kleines Gameplay-Pack trotzdem noch mehr Inhalte zu bieten hat als ein großes Accessoire-Pack. Dass das allerdings nicht ganz richtig ist und zumindest für die beiden Packs nicht ganz gilt, möchte ich in diesem Video aufzeigen, indem ich jeden Aspekt der beiden Packs miteinander vergleiche. Dazu habe ich mir folgende Kategorien zur Bewertung der beiden Packs überlegt. Einmal die neuen Bau- und erstelle ein Sim-Modus-Objekte der beiden Packs, das neue Gameplay, bestehend aus den jeweils neuen Karrieren und ihrem Umfang, neue Fähigkeiten, die mit den Sims erlernt werden können, neue Gameplay-Objekte sowie sonstiges neues Gameplay. Beginnen wir hier mit den neuen Objekten, wobei es völlig klar ist, welches Pack hier gewinnt. Hier kann das traumhafte InDesign-Gameplay-Pack mit einer größeren Auswahl an Objekten punkten. 194 stehen hier gegen die 67 neuen Objekte des Accessoire-Packs. Ebenfalls wurden mit dem neuen Gameplay-Pack einige Möbel ins Spiel integriert, die es in dieser Form noch nicht so im Spiel gab. So konnten wir uns über modulare Sofas, Kontaktgrille, getrennte Herdplatten und einzelne Öfen für die Küche freuen. Aber auch völlig frei zusammensteckbare Möbel fürs Wohnzimmer oder den eigenen begehbaren Kleiderschrank wurden hier integriert. Das paranormale Phänomene-Accessoire-Pack bot natürlich ebenfalls einige schicke Objekte, allerdings keine wirklichen neuen, die sich von der Funktionsweise krass zu den bereits vorhandenen unterschieden haben. In dieser Kategorie geht der Punkt also an das vom Umfang größere Gameplay-Pack. Jetzt aber zum neuen Gameplay, in dem ja eigentlich das traumhafte InDesign-Pack ordentlich punkten sollte. Beide der Packs haben eine neue aktive Karriere erhalten, die aktiv durchgespielt werden können. Die InDesigner-Karriere kann ganz normal über das Karrieremenü aufgerufen werden. Bei der des Paranormale Phänomene-Accessoire-Packs hingegen haben die Entwickler sich einen kleinen Kniff überlegt. Erst mit einiger Interaktion mit Ghidrai dem Geist in einem der Spukhäuser, ein neuer Grundstückstyp des Accessoire-Packs, wird die paranormale Ermittler-Karriere freigeschaltet. Das Gameplay-Pack hat im Gegensatz zu paranormale Phänomene keinen neuen Grundstückstyp bekommen. Doch wie sieht nun der Alltag in den neuen Karrieren aus? Als InDesigner nimmst du Aufträge an, bei denen du nach und nach mit höherer Karrierestufe immer größere Aufgaben bekommst. Zuerst musst du nur die Küche umgestalten, später aber wagst du dich auch an größere Stockwerke heran. Ebenfalls musst du deine Kunden nach ihren Wünschen befragen. Wenn du nach einem längeren Besuch im Baumodus fertig mit dem Umbau bist, reagieren diese entweder positiv oder negativ auf deine Umgestaltung. Natürlich gibt es hier noch ein paar ganz coole Details wie die Vorher-Nachher-Sicht deines Hauses, aber grundsätzlich war es das schon fast. Vom Prinzip tust du immer die gleichen Dinge: Aufträge annehmen, zum Kunden reisen und ihn ausfragen, vorher Bilder aufnehmen, mit dem festgelegten Budget umbauen und dich nach dem Umbau über die Reaktion der Sims freuen. Für ein Gameplay-Pack ist das auf den Umfang bezogen nicht gerade viel. Im Gegensatz dazu steht das nur halb so teure Accessoire-Pack, bei dem die neue Karriere aus dem Entspuken verschiedener Gebäude besteht. Dabei sammeln sich Geister in den Wohnungen, die Lichter flackern und man hört viele gruselige Geräusche. Manche Gegenstände müssen entspukt oder zerstört werden, den Geistern kann man zum Beispiel ein Stück deiner Seele anbieten. Auch Ghidrai kann man hier treffen, ebenfalls gibt es hier auch schwierigere Aufgaben, die die Sims mit einer höheren Karrierestufe machen können. Alles in allem ist diese Karriere recht spaßig und lässt sich vom groben Umfang innerhalb der Karriere ungefähr mit der aus dem Gameplay-Pack vergleichen, allerdings hat diese paranormale Ermittlerkarriere hier nochmal etwas die Nase vorne. Gerade, dass man die Karriere nicht von Anfang an spielen kann, mit höherem Level eine Seance abhalten und verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen kann, sind wirklich coole Details, die der Gameplay-Pack-Karriere leider ein wenig fehlen. Für mich ein Sieg des Accessoire-Packs, besonders merkwürdig, wenn man bedenkt, dass das 10. Gameplay-Pack als Hauptfeature nur den neuen Beruf hat. Auch im nächsten Punkt, den Fähigkeiten, fällt das Ergebnis klar aus. Nun ja, nur das Accessoire-Pack hat eine.
Das 10-Euro-Pack bringt hier die Medium-Fähigkeit mit insgesamt 5 Leveln mit sich, die zwar einigermaßen schnell durchgespielt, dafür aber mit lustigem Gameplay wie einen zufälligen Geist erscheinen zu lassen verknüpft ist. Beim Gameplay-Pack gehen wir hier leider leer aus, der Punkt geht hier also auch wieder an das kleinere Accessoire-Pack. Als nächstes dann weiter zu den neuen Gameplay-Objekten, von dem beide Packs wieder etwas zu bieten haben. Mit dem traumhaften InDesign-Gameplay-Pack können die Sims endlich modulare Möbel, die sich in jede simlische Wohnung gut einfügen, nutzen. Einzelne Öfen, die Herdplatten und Kontaktgrills wurden hinzugefügt, aber das habe ich euch ja schon vorher erzählt. Wirklich neu, also mit neuem Gameplay verbundene Objekte, ist nur dieses Kinderzelt. In diesem können größere und kleinere Sims spielen, schlafen und gemeinsam Zeit verbringen. Für die neue Karriere ist hier allerdings eher weniger dabei, was ich persönlich etwas schade fand. Beim Accessoire-Pack haben wir dafür einen sehr passenden Seance-Tisch erhalten, der ebenfalls mit schicken Animationen verbunden ist. Einzelne oder gemeinsame Seance-Sitzungen sind hier möglich oder auch eine temporäre Verwandlung in einen Geist. Insgesamt kann das Gameplay-Pack nur durch die vielen neuen Alltagsobjekte im Baumodus punkten. Ohne diese auch hier wieder in meinen Augen das Accessoire-Pack gewonnen hätte. Und als letztes wollte ich noch auf sonstiges Gameplay eingehen, bei dem wir im Accessoire-Pack eine alte Bekannte aus den Vorgängerteilen wieder zurückbegrüßen dürfen, Bonehilda. Die Dame mit erschreckend wenig roten Blutkörperchen hilft nach einer Beschwörung im Haushalt mit, ist aber mit Geetry verfeindet. Ein meiner Meinung nach sehr passender Zeitpunkt, um diese ins Spiel zurückzubringen. Beim Gameplay-Pack auf der anderen Seite sieht es hier leider einfach nur mau aus. Abseits der neuen Karriere hat sich im Alltag der Sims nichts geändert. Erwähnenswertes, was ich bisher noch nicht genannt habe, fällt mir hier leider nicht mehr ein. Der Punkt ist klar, jetzt also zum Fazit. Wo viele Gameplay-Packs mit einem guten Gesamtpaket und vielen Inhalten punkten konnten, stinkt das 10. für die Sims 4 im Vergleich leider ein wenig ab. Das überdurchschnittlich gut gefüllte Accessoire-Pack kann das unterdurchschnittlich mit Gameplay gefüllte Pack durchaus in den Schatten stellen. Es wirkt so, als hätten sich die Entwickler für paranormale Phänomene immer mehr Ideen überlegt, die dann umgesetzt wurden und das Budget dieses Packs allgemein höher war. Hoffen wir einfach mal, dass die Grenzen zwischen Accessoire- und Gameplay-Packs weiterhin etwas klarer bleiben und die nächsten mittelgroßen Packtypen wieder etwas größere und komplexere Themen anschneiden werden, sodass sich die ausgegebenen 20 Euro auch wirklich lohnen. Wenn ihr auf dieses Gameplay-Pack und andere The Sims 4 Inhalte sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier findet ihr allerlei Packs für The Sims 4 deutlich reduziert, Link in der Beschreibung. Was denkt ihr über diese Differenz? Welches der beiden Packs hat euch insgesamt mehr Spaß bereitet? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.